Hier siehst du Staubbeutel und Pollen von Zitronenmelisse. Genau so ein Video, nämlich ein Video mit Bestandteilen einer Blüte, hatte ich ja schon in einem früheren Video angekündigt und versprochen und das liefere ich jetzt. Und ja, die Zitronenmelisse, die stammt bei mir einfach vom Balkon. Das war die Blüte, an die ich gerade am einfachsten dran gekommen bin. Und wie du dann beim Präparieren und Mikroskopieren vorgehst und was du brauchst, das zeige ich dir dann jetzt hier. So, hier ist die Blüte, die ich mir heute genauer angucken will. Ich möchte da die Staubblätter gleich freilegen. Und damit das gut klappt, brauche ich noch eine Pinzette und eine feine Schere. Und ich benutze da heute einen Objektträger mit einer Vertiefung. Die erkennt man hier in der Spiegelung einigermaßen. Die Vertiefung sorgt dann dafür, dass die Sachen nicht vom Deckglas dann zerquetscht werden, also dass die Staubblätter schön locker liegen können. Eine ähnliche Funktion hätten die Abstandsringe, die ich auch im Sortiment habe. Ja, und um dann das Deckglas zu sichern, benutze ich wieder Tape. Das ist dieses wiederverwendbare, das ich mal hier vorgestellt habe. Funktioniert aber auch genauso mit Tesafilm. Ja, und angucken werde ich mir das Ganze dann wieder in einem Foldscope mit Lichtmodul. Hier ist auch eine Besonderheit. Ich habe hier ein Stück weißes Papier vor die LED geklemmt. Das sorgt dafür, dass das Licht ein bisschen diffuser ankommt. Bei einem normalen großen Mikroskop würde man da einfach die Aperturblende so weit wie möglich aufmachen, dass halt das Licht möglichst wenig Kontrast verursacht. Weil hier ist es jetzt so, es ist kein Schnitt, den ich gleich herstelle, sondern es ist wirklich das Ganze am Stück. Das heißt, da ist schon viel Kontrast und da geht es halt darum, dann möglichst aus dem Licht rauszuholen, was halt machbar ist. So, jetzt fange ich dann zum Präparieren an, hier die Staubblätter freizulegen. Und da kann ich mir jetzt entsprechend eins der Staubblätter hier greifen und auf den Objektträger dann legen. Jetzt kommt das Deckglas drauf. Das sichere ich jetzt hier mit dem Tape. Gegen Verrutschen ist ja beim Foldscope immer ganz hilfreich. Beim konventionellen Mikroskop braucht man das ja eigentlich nicht. So, und das Präparat ist fertig und dann kann das hier ins Foldscope. So, hier ist jetzt schon ein Teil des Staubblattes zu sehen, und zwar das Filament bzw. der Staubfaden. Und den kann ich als Orientierung nutzen und entlang wandern. Und dann komme ich auch schon bei den Staubbeuteln an. Und hier sieht man auch die einzelnen Pollenkörner schon darin. Und gerade jetzt, wenn ich so ein bisschen hin und her schiebe, da verrutscht anscheinend das Deckglas auf dem Objektträger immer mal wieder. Und das sorgt dafür, dass die Pollenkörner dann auch so ein bisschen daraus gerieben werden. Das waren jetzt die Staubblätter, also die männlichen Geschlechtsorgane einer Blütenpflanze. Die weiblichen Geschlechtsorgane befinden sich in einer Struktur, die man Stempel nennt. Und das Freilegen und Rauspräparieren und Mikroskopieren des Stempels ist wahrscheinlich Material für ein weiteres Video. Damit muss ich mal gucken, welche Blütenpflanzen sich dafür gut eignen, also wo man gut drankommt. Und wenn das soweit ist, dann mache ich dazu dann ein Video, lade das hoch. Das taucht dann vielleicht bei diesen beiden Videovorschlägen auf. Das sind nämlich auch Videos, die man gut nachmachen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir dann viel Spaß beim Mikroskopieren.